Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Warframe. Heute das Pyrus Project Event, das gerade läuft. Da habe ich die ganze Nacht jetzt dran gesessen, wo es rauskam, bis jetzt, dass das Video raus ist, weil die einige Elemente lang gedauert. So, dann werdet ihr in den Alarmierungen ja dieses Projekt finden. Dann hat es mehrere Planeten, die man dort auswählen kann. Dazu gleich. Ist dieses Projekt aktiv, bekommt ihr auch eine Nachricht, auch wenn sie nicht automatisch aufgeht. Ihr könnt den Posteingang gucken, da hat es bestimmt jemand reingeschrieben. You took us into your relays, helped us recover, helped us build Steel Meridian. We want to give back. We've run the numbers, and we can spearhead the reconstruction of the destroyed relays. But this project is bigger than us, and we need all the help we can get. What do you say, Tenno? You up for this? So, dann haben wir hier von Cressatel. Die von Steel Meridian, die oberste, hat uns jetzt sozusagen einen Auftrag gegeben, wir und eine Blaupause geschickt. Wir müssen Relais-Baukomponenten suchen. Und zwar benötigt ihr insgesamt 75 mal die Trembera-Essenz und 30 mal die Pyrus-Essenz. So, da geht's dann los, um die zu sammeln. Und da kommen jetzt die Planeten sozusagen in den Fokus, wo wir hin müssten. So, ihr habt eine große, also eine Auswahl zum Relais beitragen. Das heißt, ihr fliegt in das Relais auf Merkur, das ja sozusagen wiederhergestellt wird, um mit Cressatel zu reden, um zu gucken, wie euer Fortschritt ist. Das könnt ihr natürlich auch in eurer Sternenkarte gucken, den Fortschritt in der Alarmierung oder in dem Event. Direkt seht ihr das. Aber hier könnt ihr direkt hinfliegen und mein Hosenstall war offen. Hoffentlich war das nicht so. Hier, was machst du da? Schlüssel habe ich. Alter, die putzt mein Raumschiff, oder was? Auch nicht schlecht. Die Steel Meridian-Leute sind echt super cool. So, hier habt ihr eine Tafel, an der ihr sehen könnt, wie weit ihr seid. So. Cressatel sagt uns jetzt, dass nur die Halle fertig ist und wir müssen jetzt die ganzen Aufgaben lösen, um praktisch das Relais wiederherzustellen. Und da benötigen wir einige Sachen für, die wir jetzt natürlich noch nicht haben. Oder ich natürlich nicht, weil zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nichts gesammelt. Also ab. Wieder in Orbiter. So, ihr könnt anfangen auf der Erde. Ihr könnt anfangen auf den anderen Planeten, aber zuerst erstmal zu Cephalon Semaris auf irgendein Relais. Ich bin hier auf der Erde zu Strata Relais geflogen, um eine tägliche Mission von Cephalon Semaris anzunehmen, eine Scan-Mission, um die Aufgabe, eine der Aufgaben bei Cressatel zu lösen. Ab zu Semaris, da ist er schon. Ja. Rede mit mir, Semaris. So, jetzt ist Folgendes. Ich kann mich nur an mein Ziel erinnern lassen, da ich schon eine Aufgabe von Semaris habe. Da habe ich eins von vier schon gescannt. Deswegen kann ich die jetzt nicht annehmen. So, habt ihr aber noch keine angenommen? Sieht es so aus? Hast du irgendwelche Ziele? Ja, ich wollte reich werden, ich wollte hübsch werden und ich wollte eine hübsche Frau heiraten. Und super, ich jage jetzt Bombarden. Okay, hier nimmt man das jetzt an, da muss man drei Bombarden synthetisieren. Aber da ich schon eine Aufgabe habe, vier uralte Unterbrecher, mache ich die erstmal. So, dann Essenzen einsammeln oder sammeln. Hier habt ihr Erde, Merkur, Ceres und Saturn. Jeder Träger einer Pyrus-Essenz lässt eine, zwei, drei oder vier fallen, je nachdem, wo ihr seid. Auf der Erde, da die Gegner sehr lahm sind, ist eine. Und im Saturn, auf dem Saturn lässt er vier Pyrus-Essenzen fallen. So war das jedenfalls bei mir jetzt.
Ich gehe jetzt erstmal auf Ceres Draco. Ich wollte mal was ausprobieren. Und dann geht das hier auch schon los. Weil in der Überlebensmission, also in den Überlebensmissionen, kann man diese Sachen am einfachsten sammeln, habe ich festgestellt. Dazu habe ich meinen Rhino mitgenommen, weil ich wollte da mal schnell durch. Ready. Und dann ging es auch schon los. Ich bin hier durch. Wer die Pyrus Essence hat, da wird man dann von... Ja. So, hier habe ich eine Trembera-Essenz gefunden. Die hebt man von Feinden auf. Nicht alle lassen die fallen, aber Kressertal wird einen in die Fresse hauen. Nein, die wird einen benachrichtigen, wenn... Oh, wenn Yoloka kommt, natürlich nicht. Wenn einer mit dieser Pyrus Essence in der Nähe ist, dann wird sie einen informieren. Ich dachte, jetzt kommt das Bustrak-Trio. Nein, es kommen Uralte. Das wäre wenigstens schön, wenn ich die Uhren auf dem Markt von Maru verkaufen könnte als Antiquitäten, uralte oder alte Uhren. Nein, die schicken mir solche ekligen Typen an den Hals hier. Also, Kressertal alarmiert euch. Wenn einer mit diesen Pyros Essence in eure Nähe kommt, also mit den Sachen, die sie für den Bau des Relais braucht, wie hier, die müsst ihr umhauen, aufsammeln, dafür habt ihr 30 Sekunden Zeit. Das hier ist nur eine Zusammenfassung des Ganzen, weil das würde den Rahmen sprengen, das alles hier in ein Video zu packen. Das wären Stunden. So. Ich habe hier am Ende der Mission gehabt, 31, also eine halbe Stunde Überleben gemacht und habe gefunden 25 Trembera-Essenzen und 12 Pyrus-Essenzen. Das heißt, hier hat jeder 3 fallen lassen. Das sind 4 Leute, haben in einer halben Stunde eine fallen lassen. Das war nicht so pralle. Ich habe es jetzt hier nochmal auf Saturn Telesto in der Ausrüstung probiert mit Ivara. Da Ivara die Leute bestehlen kann, habe ich ausprobiert, ob ich mehr rausbekomme aus den Leuten. Leider ist mir das nicht gelungen. Das Resultat war nicht gut. Oder nicht erkennbar, dass es überhaupt ein Resultat gab. Also habe ich das erstmal soweit wieder verworfen, weil es wäre schön gewesen, wenn man jetzt das 30, 40, 50 oder 100% mehr rausgezogen hätte jetzt mit Ivara, wenn man sie beklauen kann, aber das war leider nicht so. Und da habe ich eine normale Auslöschungsmission halt bekommen. 8 Trembera-Essenzen und 8 Pyrus-Essenzen. So, das ist ungefähr das, was man auch bekommen kann in einer normalen Auslöschungsmission mit jedem anderen Frame. Ungefähr. Mal mehr, mal weniger. Dann habe ich mir einen Necros geschnappt und habe es mit ihm probiert. Also zu farmen, die Sachen. Aber leider war das auch enttäuschend, zumindest bei mir. So, was hat es denn jetzt gegeben? Ja, außer oberen Teile. 12 ja, Pyrus Essenzen und Trembera Essenzen 22. Allerdings in 22 Missionen Minuten Überlebensmission. Das ist nicht gut. Da war ich mit dem Rhino ungefähr genauso gut. So, als nächstes. Man muss die Simaris tägliche Mission abschließen oder die Scan-Mission von Simaris, die Synthetisierungsmission von Simaris und wie man sie sonst noch nennen kann. Und da habe ich... The hunt is on, Tenno. The synthesis scanner is detecting a potential target. Yep. Use it. Search for traces of the target. So, ich habe hier auf der Erde die... An artifact has been located. Ja, Proceed to the Mission genommen, wo man Bohrtürme bewachen muss. Ausgrabungsmission.
Und da kommt schon der erste. Geh weg. Na, geht doch. So, und das ist recht einfach, weil ich renne durch, such die Leute. So, da haben wir gleich jemanden mit der Pyrus Essence noch. So, weil ich laufe hier durch, suche das Ziel zum Scannen, mache dann einen Bohrturm und bin gleich wieder raus. Und das ist ja sehr komfortabel hier, also für Befallene. So, oh, die lassen einen nicht in Ruhe scannen. So, da sich die Ziele meistens außerhalb irgendwo am Rand der Karten befinden, hat man eigentlich meistens Ruhe. Ja, hier spare ich ein bisschen diese Fallen von Simaris. Das geht auch so ganz gut. So, hat man denn alle Ziele dann so synthetisiert? You are always reliable, Hunter. Come receive what is owed to you. Ja. Was sagst du dazu? Fresse. So. Habt ihr alles erledigt? Yep. Dann geht's ab zu Simaris. Erstmal die Belohnung abholen. Und damit man natürlich jetzt die Mission auch abschließt. Dazu fliege ich wieder in die Strata Relais. Weil jetzt hat man zwar diese Mission erledigt, aber noch nicht abgeschlossen, da man mit Simaris ja noch nicht gesprochen hat. You may explore the sanctuary for new I see we are of like mind. The sanctuary will be your project too. Yep, my project. You ever wonder why only the hunter is rewarded? When it is the specimen who gives all to the sanctuary. Ja, dann gib schon her. I find it best to discard such thoughts. So, und dafür hat es gegeben 10.000 Ansehen und 800 Endo bei Simaris, also 800 Endo und 10.000 Ansehen von Simaris. Auch nochmal gut. So, dann haben wir eine Aufgabe von 4 erledigt. Und dann kann man zu den La Ronda Relais oder Wiederaufbaustätte auf den La Ronda Relais wieder hinfliegen zu Cressatal und kann ihr die Trembera Essenzen, die man gesammelt hat, schon, ach nee, die Pyrus Essenzen geben, die man schon gesammelt hat, weil davon muss man 30 Stück abgeben von den Pyrus Essenzen oder Pyrus Papyrus. Wer weiß, was man mit den ganzen Papyrus macht. Haben die überhaupt Toiletten? Also genau, die Pyrus Essenzen abgeben. Da seht ihr, 2 Aufgaben von 4 erledigt. Ja, da fehlen nur noch 2. So, also in der Zwischenzeit solltet ihr immer die Relais-Baukomponenten bauen. Und zwar mit den Trembera-Essenzen, die ihr dafür braucht. Weil ein Bau dauert 3 Stunden. Ihr müsst 5 Bauteile bauen. Ja. Damit seid ihr beschäftigt. Ich habe 4 schon gebaut. 15 Trembera-Essenzen kostet der Bau eines Bauteils. Und natürlich, ja, Bergungsgut und Morphide. Und dann baue ich jetzt mal das letzte. Und begebe mich jetzt auf die Suche nach dem Gustrak-Trio. Das ist nämlich bis dato nicht aufgetaucht. Und die Gustrak-Trio-Leute sind nicht so ganz so heftig wie normal, scheint mir. Die kommen erst ab Level 1 aufwärts, also den Gegner Level 1 aufwärts. Umso mehr Aufgaben, ja, so wie jetzt. Na? Erstmal hier ein paar wegmachen. Gustrak 3? No way. They will not stop us. Because you'll stop them first. Right, Tenno? Right. Kressa. Oh, das kennt er schon. Wo sind sie? Die werden nicht angezeigt auf der Karte. Ah, da, ja. Gelben Ziele. Also, das Gustrak-Trio kommt ab ein Gegnerlevel in der Basismissionslevel von 1 aufwärts. Vorher nicht. Oder bei 1 kommen sie noch nicht, sondern etwas aufwärts. Auf der Erde habe ich sie noch nicht getroffen. Jetzt muss ich ehrlich sagen. Aber dann können sie auftauchen in jeder Mission. Nicht nur in Missionen auf dem Planeten, wo ihr die Essenzen sammeln müsst. Sondern mir ist das hier zum Beispiel auf Sedna, Adaro, wo ich mit Ivara gerade Fokuspunkte gefarmt habe.
passiert. Da sind die mir mitten reingesprungen, haben mir ein bisschen die Tour versaut. Und ich dachte, ja, ich mache jetzt mal was mit dem Operator, aber der haut da irgendwie nicht rein. Bin ich sehr erstaunt, weil normal geht das. You are going to suffer for that, Tenno. Ja. Wer ist denn dieser Dan, der mit Nachnamen Lai heißt? Leiden. So. Es sind drei Stück. Ja, Ivara können sie natürlich nicht sehen. Da kommt er. Ja. So, das war Gussak Trio Angriff Nummer 2. Drei müsst ihr abschließen, um das, also diese Aufgabe von Kressatal abgeschlossen zu haben. So. Danach war ich im, ja, hab Überleben, Relikte gemacht, Meso, weil natürlich der Voidhändler am Anrollen war, da wollte ich mir noch ein paar, ja, Dukaten verdienen. Und war zufällig natürlich gerade hier auch auf dem Saturn. No way. They will not stop us. Because you'll stop them first. Right, Tenno? Wie ihr sehen könnt, also das ist jetzt der zweite Run, das zweite Mal, wo die auftauchen. That one will be difficult to replace. Und ich war noch nicht 30 Sekunden hier. Da waren die schon anrollen. Oh, da ist er schon wieder. Einer. Also manchmal geht das recht schnell. Und ich bin der Meinung, umso weiter ihr im Fortschritt oder den Fortschritt bei Kressatal seid, umso häufiger oder umso wahrscheinlicher ist das Auftauchen. Aber das kann ich nicht richtig bestätigen. Das ist, zumindest kommt es mir so vor, schien mir auf dem PC auch so zu sein, wie hier auf der PlayStation. So. Und was ich natürlich ausprobieren wollte, deswegen habe ich hier einen Revenant mit, ob ich das Gustav-Trio übernehmen kann. Also so ein bisschen in meinen Bann ziehen kann. Ja. Mal sehen, was er da treibt mit den Leuten. Ich habe hier erstmal ein paar Fackeln gemacht. Der amüsiert sich hier richtig. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Auch eine Saw im Rücken kann den, kann das Griner-Trio entzücken. Oh, das ist gut. Da kam noch eine Pyrus-Essenz gleich um die Ecke. So, das war der zweite Auftritt vom Gustav-Trio. Hier einfach auf dem Saturn überleben. Und dann habe ich eine normale Mission Auslöschung gemacht auf Ceres nochmal. Ich habe ja gehofft, dass die da auftauchen. Na. Hab diesmal meine Phantasma eingepackt, wollte mal gucken. Da sind sie schon. No way. They will not stop us. Because you'll stop them first. Right, Tenno? Ich war gerade angekommen in der Mission, habe noch meine Energie aufgefrischt und das waren sie schon. Also es ging recht schnell und gut, nachdem ich den Fortschritt bei Kressatal erhöht habe, sozusagen die Mission weiter aufgeschrieben. Und wir mal sehen, was passiert hier. Ja, scheint zu funktionieren. Die gehen aufeinander los hier. Es sieht so aus, als wenn ich die mit dem Revenant übernehmen kann. Die kloppen sich. Das sieht so aus, ja. Eine lustige Geschichte hier mit dem Revenant. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Sah es gut aus. So, das letzte Bauteil abholen. Das Gebaute in der Schmiede. Und dann wegbringen zum Kressatal die ganzen Sachen. So, 5 von 5 gebaut. Und dann mal sehen. You're a sight for sore eyes, Tenno. What do you have for the effort? So, alles abgeschlossen. We're good for resources. The Grineer can't stop us now.
cease this incursion, I will not want you again. So, alles abgeschlossen. Wieder im Orbiter angekommen, gab es erstmal Benachrichtigung von Cressa. Tano! Rux hit us hard. It's bad. Defenses are toast. We're dug in, but we're not gonna last much longer. You want this relay back? You're gonna have to fight for it. So, Sagas Ruck greift das Relais an, aber wir haben schon mal hier Belohnung bekommen. Noggle-Statue, Ember, dann ein Pistolen-Riven-Mod und die Sylok. Die Sibaris in klein, sozusagen. Und dann geht's erstmal los, das Larunda-Relais auf Merkur retten und Cressatal. Ja, Bloody Battle. Oh, das ist schon ganz scharf drauf, auf blutige Schlachten. Dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Dann gucken wir mal. Direkt ins Relais geflogen, das Larunda-Relais. Heute keine Servicetechnikerin da, die mir das Raumschiff repariert. Achso. Soldiers eager to kill and die. All the glory a leader could ever want. And instead, you chose to stand with rats. What makes you angrier, old man? That I had the guts to stand against the Grineer? Or that you didn't? So, die behaken sich hier eine ganze Weile, das habe ich übersprungen. Das ist ja nur eine Zusammenfassung. Das ganze Video werde ich nochmal hochladen, also von dieser letzten Mission hier. Aber die ist nicht wirklich... Oh, ja. Es gibt hier mal einen Ruck, Alter. Ich meine, das ist Sagas Ruck. So. Das ist der Typ, der eigentlich auch auf dem Planeten, wo er ist, der Boss ist, auch die Ember-Teile droppen lässt. Deswegen auch die Noggle-Statue. Also ich habe das ein bisschen zusammengekürzt, ne? Und der lässt dann normalerweise die Ember-Teile fallen, deswegen die Ember-Noggle-Statue, die war als Belohnung bekommen, eine Trembera-Essenz, naja, war nicht, ging nur knapp 4 Minuten oder knapp über 4 Minuten. Und? I always knew it was only a matter of time before Rock came for us. I can't lie. Without you, Tenno, we'd all be dead. Let this relay stand as a memorial to our friendship. Und als Belohnung für die letzte Mission hat es noch einen Lizette-Skin Atara gegeben, genau. Und den rüste ich gleich mal aus. Und dann sehen wir mal, was es denn jetzt als Belohnung überhaupt für diese ganze Quest gegeben hat. Jetzt stellt sich mir die Frage, was passiert, wenn ich sie abgeschlossen habe und jemand anders nicht? Ist sein Relais dann nicht heile? Und was passiert, wenn der Händler in diesen Relais ankommt und die anderen haben das nicht gebaut? Fragen über Fragen, die noch keiner beantworten kann. Zumindest jetzt nicht. Wir werden sehen. So, dann die Sylok natürlich. Dann haben wir hier noch den Riven. Den tue ich gleich mal rein. Den muss ich gleich nachher nochmal aufmachen. Wenn ich dann mal schlafen gegangen bin. Endlich mal. So, dann gucken wir mal, was wir hier dekorieren können. Wir haben ja noch den Noggle von Ember. Ember Noggle. So. Na, wohin? Ja, ungefähr da. Ja. So, wo ist er? Da ist er. Ember. Die quellen sogar. Der quellende Ember. Ist ja geil. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Ja, schön. Hoffentlich brennt der Stalker oben drüber gleich ab. So, das waren sozusagen die Belohnungen hier. Das war's im Großen und Ganzen schon. Dann gucke ich nochmal in die Strata-Relais und besuche mal Cressatal von Steel Meridian.
Und im Großen und Ganzen ist die Quest nur langwierig mit dem Gustav-Trio, wenn es nicht auftaucht. Die Sachen zu sammeln geht in Überlebensmissionen recht schnell. Aber es kann sich natürlich ein bisschen ziehen. Es kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, wie viel Glück man hat, aber so langwierig oder so schwer ist die Quest nicht. Wenn man jetzt Beginner ist oder noch nicht so weit ist, sollte man gucken, dass man ja das mit Kumpels macht oder auch öffentlich stellt. Oh, guck mal, wer hier ist. Hi, Rhino. Mann, er ist ja größer als ich. Hi. Hier stehen die ganzen Syndikatsleute und was war sicher alles rum. Oh, wer ist denn hier? Haben wir hier schon mal Besuch aus Fortuna? Die neuen Leute von der Venus. Ja, schöner Rucksack. So, dann sind wir hier mal bei Steel Meridian. Mal gucken, ob Cressa Tal noch da ist. Ja, sie ist noch da. Sie sieht aus, als wenn sie das alles heile überstanden hat. Und Clem, der ist auch noch hier. Ja, im Großen und Ganzen war es das schon. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dran geblieben seid. Über Daumen nach oben würde ich mich freuen. Oder ein Abo. Für beides natürlich umso mehr. Yeah, Clem. Und ja, dann verabschiede ich mich mal bei euch. Und sage auf wieder Tschüss. Clem. Clem.